Ich bin Uli Kronberg und ich befinde mich hier an der deutsch-holländischen Grenze. Hier begebe ich mich auf Spurensuche nach dem ersten Safari-Park Deutschlands, dem Safariland in Tüddern, das hier zwischen 1968 und 1990 existiert hat. Und ich begebe mich auf Spurensuche nach Charlie's Ranch, einem Restaurant, das sich gleich gegenüber dem Safariland befunden hat. Ich will wissen, was 26 Jahre nach der Schließung noch von diesen beiden Attraktionen übrig ist. Als erstes will ich wissen, was aus Charlie's Ranch geworden ist. Dieses Schild finde ich an der Straße zwischen Süsterseel und Tüddern. Dahinter Gebüsch. Aber es sieht aus, als ob dort ein Weg ist. Diese Postkarte zeigt, wie Charlie's Ranch einmal ausgesehen hat. Ein Holzgebäude und ein riesiger Kinderspielplatz davor. Das müsste die Zufahrt gewesen sein. Hier muss einmal das Willkommensschild für Charlie's Ranch gewesen sein. Hier muss einmal Charlie's Ranch gestanden haben. 2001 war Tristan hier vor Ort und hat diese Bilder gemacht. Reste des Spielplatzes jedenfalls sind 2001 noch da. Bei seinem zweiten Besuch 2013 fand der Charlie's Ranch in diesem Zustand vor. Heute sind auch diese letzten Spuren verschwunden. Kaum noch etwas ist im Waldgebiet zu finden. Die Natur hat das Gebiet zurückerobert. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeigt nur noch der Zaun, dass hier einmal das Safariland Tüddern gewesen ist. ...1967 gründeten drei Männer den ersten Safari-Park Deutschlands. Sie hießen Hans Rosenberg und Gottlieb Löffelhardt und Richard Schmidt. Löffelhardt und Schmidt gründeten gleichzeitig das Phantasialand in Brühl. Ein Jahr später bereits stiegen sie aus dem Safari-Park Tüddern aus und kümmerten sich ausschließlich um das Phantasialand.
Löffelhardt und Schmidt investierten eine Dreiviertelmillion Mark in das Unternehmen. 4 Meter hohe Gehegezäune, das ist das, was man heute noch sieht, sie kosteten allein 160.000 Mark. Sie legten 3 Kilometer Fahrwege an und kauften Autos und die Tiere. Zunächst waren es jede Menge Löwen, in späteren Jahren kamen auch Giraffen und Affen dazu. Nachdem Schmidt Löffelhardt sich nach einem Jahr aus dem Safaripark zurückgezogen hatten, betrieb Hans Rosenberg zusammen mit Mitgliedern der Zirkusdynastie Althoff zusammen den Safaripark weiter. Dazu kam dann ein Handelskaufmann, der hieß Arthur Frank. Arthur Frank ging 1970 nach Groß-Gerau in Hessen und gründete dort einen neuen Safaripark. 1990 ging der Park pleite und wurde geschlossen. Hans Rosenberg hatte 1976 parallel einen Märchenpark übernommen. Das Gelände wurde dann Mitte der 90er Jahren von einer Firma namens Warner Brothers gekauft und heute steht an der Stelle der Moviepark Germany. In seiner Blütezeit hatte das Safariland Tüddern nicht nur den Safaripark, sondern es gab auch noch einen Freizeitpark dazu. Der bestand aus einer Westernstadt, es gab eine kleine Achterbahn und kleinere Kinderkarussells. Nach der Schließung 1990 verfiel der Safaripark Tüddern zusehends. Hier Aufnahmen aus dem Jahr 2001, aufgenommen von Tristan. Sie zeigen, dass die Parkplätze und die Fahrflächen noch existieren. Die Gebäude sind da schon verschwunden. Inzwischen allerdings existieren auch der Parkplatz und die Fahrflächen nicht mehr. Das Gebiet wird renaturiert, das heißt, die Bagger sind angerückt und baggern hier alles weg. Das Gebiet ist eine riesige Baustelle. Geblieben ist der Wald und der Zaun, der das Gelände geschützt hat. Das sind die letzten Reste des ersten Safariparks Deutschlands. Das war's aus Tüddern. Vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Sinne, tschüss.